Dann gibt es zum einen Birgit Minichmeier, die Magda spielt. Magda ist eine ältere, weiß ich gar nicht, älter ja gar nicht unbedingt, ist eine Dame. Eine Dame, die so ein bisschen abgefuckt unterwegs ist. Und ja, so ein bisschen frustriert, die raucht, die trinkt, die hat eine raue Stimme und gar keinen Bock auf gar nichts. Aber hat Laura auch große Anlaufschwierigkeiten, weil sie Magda sie, glaube ich, einfach überhaupt nicht ernst nimmt. Und dann gibt es die Franzi, gespielt von Luisa, die ein sehr, sehr gutes Herz hat und aber auch in ihrer kindlichen Art manchmal, glaube ich, für Laura auch schwierig ist, weil, ja, so wie Kinder halt dann auch gerne sind, warum, warum, wieso, nö. Ja, und dann gibt es Axel Stein, der den Raymond spielt, der spielt einen Autisten und muss ich an der Stelle nochmal sagen, großartig, wie ich finde. So berührend. Als ich so die ersten Proben, also es hat sich ja immer mehr und mehr gesteigert und wie er letzten Endes dann den Raymond zeichnet, in der ganzen Liebe für die Figur und in, ja, das sind so zarte, kleine Sachen. Ich bin immer total berührt. Und ja, Raymond ist ein ganz guter, gutherziger, ein bisschen einfach gestrickter junger Mann. Und dann gibt es den Michi, gespielt von Jan-Henrik Stahlberg, der gar nichts sagt, wo man auch immer nicht weiß, was denkt denn der jetzt? Will der oder will der nicht? Genau, und die Truppe, die gibt's. Und dann gibt's Eddie, den Pfleger, der Laura das Leben schwer macht. Und dann gibt's Oliver, ne, gespielt von Tom Schilling, der böse Eindringling, der dann doch scheinbar nur Gutes im Sinn hat und dann aber rauskommt, dass das alles nur Verarsche war.